Im heutigen Video pushen wir Jean mit einem der besten Skins im Spiel von 0 auf 750 Trophäen. Oh, schönes Gadget, hab ich's gesehen, oder? Oh, das ist so ein Fisch! Okay, wir starten rein. Wir haben aktuell nur 50 Powerpunkte für Jean. Das ist ein bisschen schwierig. Das wäre halt geil gewesen, wenn wir da irgendwie Angebot hätten nutzen können. Aber dafür haben wir 45.000 Münzen. Ah, wir haben uns schon Powerpunkte bestehen, sehe ich gerade. Ah. Okay, 1.400 Powerpunkte haben wir hier. 123.000 Münzen. Okay, wir gehen direkt rein. Let's go. Ja, wir kriegen aber 10 extra, okay. Das Geile halt aktuell ist folgendes. Der böse Jean-Skin ist überall in jedem Shop drin. Sehr viele hatten sich gewünscht, eines der besten Skins im Spiel. Und wir haben ihn gerade reduziert. 50 Gems günstiger auch noch. Das ist halt absolut geil. Dann würde ich vorschlagen, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, zum Anfang vom Push, gebt gerne Creator-Code Jonas ein, bevor wir jetzt hier Gems aufladen. 2000 Gems und damit sind wir vorbereitet. Wir haben auch für zukünftige Pushes hier mal ein paar Gems noch oben drauf, dachte ich mir. Dann wie immer, wir haben Jean. Wir haben auch ein spezielles Gear. Zu dem kommen wir gleich noch bei Jean inzwischen. Okay, wir sehen hier die Stats. Immer der Schaden, 960 Grad mal 3600 Leben, wir legen los. Power 1, auf wie viel kommen wir? Power 3, Power 4, Power 5, Power 6, Power 7, Power 8. Es reicht noch nicht mal für Power 9. Okay, wir müssen jetzt hier schon anfangen zu jammen. Power 9 schaffen wir, gerade mal ein paar Gems, aber jetzt wird es interessant. Wie teuer ist es? Ist immer eine interessante Frage. Von Power 9 auf Power 10, 890 Powerpunkte zu kaufen, geht. Ja gut, das heißt geht, das sind 10 Euro. Und für Power 10 auf Power 11 nochmal, geht, 300 Gems. Ne? Ich meine, insgesamt vielleicht 30 Euro jetzt ausgegeben. Das Geile ist, wir haben auf jeden Fall genug Münzen. Komm, ich würde sagen, Gadgets und Star Powers kaufen wir uns der Reihenfolge nach. Wir beginnen erstmal bei den Gears, komm. Ich meine, wenn wir jetzt eh hier sind, wir kaufen einfach mal alle Gears. Weil das ist wirklich spannend. Wir haben das Tempo-Gear natürlich zum einen, erhöhtes Tempo. Aber vor allem das Sicht-Gear ist interessant. Denn das ist bei Jean krass, weil wir immer die Gegner sehr krass leicht hitten können. Wenn wir Gegner treffen, dann enthüllen wir in 2 Sekunden lang. Das ist bei Jean tatsächlich wirklich sinnvoll auf vielen Maps. Das jetzt, ich kaufe einfach mal alles für den Flex. Komm, Schild-Gear ist eh immer relativ stark. Dann haben wir das Schadens-Gear und jetzt wird es nochmal spannender. Wir haben ein mythisches Gear für 2000 Münzen. Damit haben wir eine höhere Reichweite von der Jean-Hand, von der Ult. Okay, dann würde ich sagen, für die erste Runde kaufen wir schon mal ein Gadget und eine Star-Point. Mal die allererste und zwar zuerst die Wunderlampe. Ich würde sagen, was die genau im Spiel macht, kann ich euch gleich nochmal zeigen. Und die Star-Point magische Hauch, damit heilen wir Verbündete in der Nähe. Wir machen 1000 Schaden mit der Hand. Oh, das ist krass mit unserer Ult. Wusste ich gar nicht, dass es so eine Dings gibt. Die kaufen wir uns dann auch schon mal. Das sind die Modi heute. Das wird immer spannend. Haben wir eine offene Map? Wir haben Wirbelhöhle. Let's go. Erste Runde mit Jean. Wir haben die Star-Power, wir haben das Gadget. Ich glaube, das Gadget ist gerade auf der Map ziemlich gut. Ne? Da können wir halt Gegner wegstoßen, wenn wir uns zu nahe kommen. Es ist halt gerade natürlich eher gegen Distanzkämpfer gut. Das andere ist eher auf Nahkämpfer gut, aber mal schauen. So, jetzt hier die Shelly zum Beispiel. Wir laufen einfach mal jetzt rein. Okay, wir haben jetzt nicht getroffen, aber egal. Trotzdem hier den ersten Kill schon mal. Das Geile bei Jean ist halt vor allem natürlich die Hand. Das heißt, es ist der beste Supporter, aber die Angriffe auch. Ich kann es gerade nochmal zeigen. Ist halt krass, man kann die halt nicht leicht dodgen, ne? Die splitten sich so auf und dann trifft immer so ein bisschen und kann immer so ein bisschen seine Ult meistens aufladen. Okay, komm, wir trauen uns mal. Wir gehen mal in den Busch rein. Da ist ein Jackie. Komm, wir haben 4 Cubes, wir trauen uns einfach mal. Wir sind eh Power 11. Jetzt hier kann ich mal das Gadget kurz zeigen. Ja, aber sieht man jetzt nicht so gut. Die wurde jetzt ziemlich gegen die Wand gestoßen, aber passt. Und jetzt können wir die ranpullen. Oh, ich dachte, Auto wird funktionieren. Ja. Dadurch, dass wir die nicht gesehen haben, hat es scheinbar nicht funktioniert. Wusste ich jetzt auch nicht. Naja. Okay, 10 Cubes hat der Typ jetzt. Und mit der Hand machen wir jetzt 1000 Schaden. Ah, wir haben es gesehen, okay. Finde ich jetzt nicht super wichtig, aber ist auch ganz cool. Erster Win. Zweite Runde, bevor wir zum Skin kommen, kommen wir noch zu den anderen Fähigkeiten. Das heißt, wir haben jetzt den Rachegeistbeschwörer. Damit schießen wir 1000 so Projektile mit 1000 Schaden jeweils. Und ansonsten 400 Healen für die Mates. Das ist krass. Ach, die Gina, wir hatten schon das Gadget drauf. Wir machen mal jetzt anderes Gear. Machen wir das Speed Gear und Schaden ein. Wobei Vision eh interessant ist. Machen wir nochmal an. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Okay, Runde Nummer 2, wir machen jetzt extra Duo. Jean ist natürlich offensichtlich sowieso ein Support-Brawler, ne? Er zieht halt, Gegner zu sich ran, aber ist halt eher besser mit Gegnern, ne? Mit vielen Gegnern, um auch die Ult aufzuladen und zum anderen auch, weil wir halt keinen Schaden im Nahkampf machen. Gut, ich muss ehrlich sagen, auf der Map ist es relativ schwierig zu zeigen, wir müssen es eigentlich in die Mitte rein, ne? Aber ich meine, wir können ja, wir haben auch die Sicht, wenn wir jetzt jemanden treffen, dann ist er noch 2 Sekunden sichtbar, okay, das ist schwierig. Hier, die sind, seht ihr das? Die sind noch kurzzeitig sichtbar, oder? Die haben wir nicht ganz gesehen. Okay, mal das Gadget zeigen, hier, zack. Ja, ist schon vorbei. Ja, super. Geil. Egal, das Gadget kann ich gleich schon mal genauer zeigen. Aber damit kommen wir jetzt erstmal zum Skin. Die Star-Power habe ich jetzt auch nicht zeigen können. Da werden Mates geheilt um 400. Ist eigentlich ziemlich geil. Let's go. Der böse Jean-Skin. Für mich eines der besten Skins im Spiel. Ich würde sagen Top 3, Top 5 auf jeden Fall. Und auch mein erster richtig krass gepushter Brawler damals. 99 Gems. Er ist gerade reduziert. Ist nice. Er muss aber wirklich sagen. Ist ein nicer Skin. Oder haben wir ihn? Böser Jean. Freigeschaltet. Dann machen wir mal die beste Kombi jetzt direkt. Komm, böser Jean. Wir machen... Oh, lol, wir hätten auch Sumpfmonster-Jean noch auf dem Account. Oh mein Gott. Okay, das ist nice. Okay, und damit haben wir jetzt einen neuen Skin ausgewählt. Wir können dann sogar gleich nochmal eine Runde den Sumpfmonster-Jean uns anschauen. Wobei ich den bösen Jean persönlich noch krasser finde. Denn wir sehen es schon. Da kann man wieder einmal ranzoomen, schön an den Cutter, ne?
allein diese Brandanimation ist halt schon ohne Witz sehr, sehr, sehr nice, ne? Okay, jetzt pass auf, die Schüsse an sich, wie sehen die aus? Boah, sind die geiler oder ist da kein großer Unterschied? Ich glaube, die sind schon echt nochmal ein bisschen cooler gemacht. Vor allem geil ist nochmal die Hand, wenn wir die kriegen können. Das muss eigentlich hier irgendwo Bull sein. Oh, ich wollte gerade sagen. Okay, ja gut, die sind echt ein bisschen lost auf der Höhe noch. So, dann können wir jetzt holen. Jetzt haben wir die Hand, passt auf. Wir gehen erstmal auf die Kiste jetzt. Hier, der Bull. Na, wobei, ich würde jetzt nicht ranpullen unbedingt. Wobei, wir sind Power 11. Jetzt, okay, wir machen es so. Jetzt. Ah, man hat die gar nicht gesehen. Ich muss sie einmal ins Nichts machen vielleicht. Ich lade sie nochmal auf. Jetzt haben wir die Hand. Okay, komm, wir hauen die Hand jetzt mal einfach ins Nichts, dass man die auch einfach sehen kann einmal. Passt auf. Ich hau die mal nach rechts. 3, 2, 1, go. Ihr seht, das ist so eine Sandhand. Ich finde sie schon sehr, sehr nice persönlich. Allgemein, das geht auch von den Animationen halt auf dieses Wüstenthema wahrscheinlich so ein bisschen abgestimmt, ne? Junge, die Jack ist ja komplett AFK. Schaffen wir das? Oh, aufpassen. Und so. Ja. Oh, lol, unsere Hand macht auch nochmal Schaden. Stimmt, damit können wir auch Gegner finishen. Geil. Und damit haben wir die ersten 30 Trophäen. Ey, alle Quests schon mal erledigt. Richtig nice. Und das bedeutet, wir kriegen nochmal Credits sogar für Chester. Sehr geil. Wir können jetzt Brawler geben. Ich wähle jetzt direkt noch den Sumpfmonster Jean Skin aus. Und damit können wir jetzt richtig rein starten in den Push. Okay. Das ist, glaube ich, besser zu healen. Finde ich auf jeden Fall. Jetzt Gears. Ich glaube, Speed Gear ist, glaube ich, obvious wegen den ganzen Büschen. Schadensgear oder sogar Sicht? Oder die Hand? Oder haben die das gebufft, das Gear? Let's go. Erste Runde mit dem neuen Brawler. Also mit dem neuen Skin. Er ist nicht neu, aber wie auch immer. Aber Sumpfmonster Jean sieht auch nochmal ziemlich nice aus. Sind auch noch coole. Er hat so Wasseranimationen. Und ihr seht schon mal den Heal jetzt bei meinen Mates, wenn die in der Nähe sind. Hier bei Poco. Schaut mal. Jetzt hier. Dann kann ich die beide in der Nähe healen. Das ist halt auch ziemlich geil. Was machen die denn? Ja gut, wir sind halt noch nicht so hoch, ne? Junge. Okay, da merkt man das schon den Unterschied auf jeden Fall beim Matchmaking. Am Anfang, das ist ja total krank. Aber egal. Erste Runde gewonnen. Sumpfmonster Jean. Ich will die Hand gleich nochmal sehen, wie die aussieht. Stimmt. Und wir haben schon mal die ersten 30 Trophäen. Da sind wir gleich schon mal Rang 5. Okay, ich will jetzt nochmal die Hand einmal sehen von Sumpfmonster Jean. So, zack. Gib mir die Hand. Gib mir die Hand. Gib mir die Hand. Zack. Okay, ich will die Hand einmal gleich zeigen. Am besten hier gleich, genau. Hand. Was ist das denn? Okay, wir sind schon mal Rang 5. Komm, machen wir einen Timer. Ich will jetzt mal wissen, was die Hand genau ist. Sekunde, ich schieße einfach mal nach in die Ecke jetzt. Mal ranzoomen an den Cutter. Oh, das ist so ein Fisch. Der sieht übel cool aus. Hey, der Skin ist ja absolut geil. Also das Ding ist, beim bösen Jean ist halt das Geile, diese Brennanimation, wenn er halt läuft. Die hat der Dings halt nicht, ne, der Sumpfmonster. Aber insgesamt finde ich vom Aussehen schon den anderen besser. Ey, aber auch krass bei Jean ist einfach, ich bin einfach so ein Supporter wie Poco, ne? Dadurch, wenn wir hier auch Tanks spielen, habt ihr es gesehen? Wenn wir einfach reinlaufen, dann heal ich ja immer wieder 400 Leben pro Sekunde, auch beide. Nice, die ersten 100 Trophäen schon mal in 5 Minuten. Hier, das Gadget mache ich mal. Und wie von euch gewünscht, machen wir dann Vision. Speed Gear muss eigentlich sein auf der Map, ne? Es sind so viele Büsche. Gadget? Oh, lol, das fliegt auch sau weit. Was war das denn? Was? Egal, ich mach das Tor. Was war das denn? Wir pullen die direkt. Ja, sehr schön. Das ist halt krank gewesen. Habt ihr das? Nein. Oh, der Scott. Wir pullen den. Oh, schöner Fisch. Und haben gefunden. Okay, wie viele Trophäen? 120 schon mal Rang 9. Ne? Mach mal das Gadget wieder. Das Gadget ist eigentlich ganz cool, wirklich. Das stimmt. Alter, nice von Bra. Let's go. Entscheidende Runde für Rang 25. Schön wär's für Rang 10. 140 Trophäen schon mal. Kann man das Gadget direkt drücken. Und ja, ihr seht vor allem, die Range ist halt geil, ne? Es ist nicht unbedingt der beste Brawler für Brawler, aber aktuell ist Jean ohne Witz tatsächlich einer der, also Top 5 Brawler sogar für viele, ne? Drücken das Gadget. Den nehmen wir raus. Die Tara überlebt. Auch, boah, das ist halt krass, ne? Und Rang 10, ey, unter 15 Minuten. Sehr, sehr geil. Da sehen wir es nochmal. Zack. Oh, schönes Gadget, habt ihr es gesehen? Wow. Hey, wenn das auf Distanz geht, macht das nochmal 1000, bis zu 1000 Schaden. Kannst machen, haben wir gerade rausgeholt, relativ. Okay, wir sind 30 Minuten jetzt gerade kurz drin. Ey, wir sind schon jetzt im entscheidenden Match für 300 Trophäen. Und gerade dieses Gadget, muss ich sagen, finde ich ziemlich broken. Gut, ich kann es jetzt nicht zeigen gerade, aber egal. Jetzt hier vielleicht Gadget. Ja, okay, hat es schlecht gesehen, aber auf Distanz ist es ziemlich nice. Okay, wir pullen mal den Dings. Am besten ist es vor allem Werfer zu pullen, weil man die hinter den Wänden durchpullen kann und dann auch die Wände aufgehen. Das ist so broken gegen Werfer, diese Wände aufzumachen, ne? Wenn man den pullt und dann auch die Wand weg ist für den Werfer, der ist komplett... Digga, Sammy, mach jetzt gescheit. Danke. Und wir sind in 35 Minuten bei 300 Trophäen. Müsste nicht das Tor sein, oder? Ja. Nächster Rang damit. In 40 Minuten haben wir Rang 16 und wir sind Rang 18 schon mal. 1 Stunde 7 Minuten und wir sind in der entscheidenden Runde für 500 Trophäen. Auf geht's, Leute. Ich bin super gespannt. Wir drücken direkt das Gadget und schauen, was drin ist. Sehr, sehr gut. Aber das ist so eine Rasur. Das ist der Wahnsinn. Let's go. Der Heal ist halt nochmal broken jetzt gerade. Sehen wir hier nochmal. Ich passe zu ihm. Let's go. Okay, und damit noch ein Tor, dann haben wir es. Zack, wieder so einfach. Pullen würde ich jetzt nicht. Es sind jetzt nur Nahkämpfer. Die würde ich jetzt nicht ranpullen. Ja, wow.
Das ging super schnell. Das ging super, super schnell. Das heißt, 5 Trophäen. Let's go. Entscheidende Runde für 600 schon mal. Unter 1,5 Stunden. Oh Gott. Hab ich noch mitgetroffen, aber nicht so dramatisch. Und wir liegen auch nur ganz hinten. Das war jetzt aber auch echt ein Unlucky-Tor noch. Nice, 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 nice. Ah. Nur selber. Ach, oh mein Gott. 1-1, okay. Bestimmt ist besseres Matchmaking jetzt ab jetzt, dass sie schwieriger werden. Wir müssen jetzt ab jetzt auf die Komps besser abstimmen. Komm, Overtime. Wir sind so viel besser als in Overtime. Wir müssen uns sowas von fett gewinnen. Das ist so eine Runde, ne? Das ist intense. Einfach überleben eigentlich. Eigentlich darf nur keiner sterben. Wir sind in echt guter Überzahl. Oh mein Gott, ja. Wow. 600 Trophäen geschafft. Das war aber... Das war hart. Das war wirklich hart. Ne, die war immer noch so low vom Matchback. Let's go. Okay, Juwelenjagd zuerst. Da ist Jean besonders gut. Gerade weil er den Gem Carrier, also den, der die Juwelen hat, wegziehen kann. Im Notfall, wenn er ein bisschen Glück den auch trefft. Das ist sehr riskant für die Gegner. Und auf der Map ist es sowieso broken, weil das total offen ist. Wir können unsere Mates noch healen. Jetzt der Pull. Gut, gegen Edgar jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber sonst. Oh, 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 da ist unser Gem Carrier gestorben. Das ist gar nicht gut. Ich habe bewusst noch immer keinen einzigen Pull eingesetzt. Einfach aus dem Grund, dass wir uns den gut zum Ende aufheben können. Ey, ich muss einen 10. Gem nehmen, Leute. Das ist lost jetzt, wenn ich ihn nicht nehme. Genau, ansonsten. Wow, sehr OP. Aber da hat man es nochmal gesehen, wie. Also mit dem Heal nochmal, ne? Okay, jetzt bin ich gespannt, wie er sich einen Tresor abschlägt. Ah, Nita muss natürlich aufpassen. Nita vor allem nicht feeden. Das ist ult. Ja, gut, habe ich ihn krass gefeedet. Leider. Nicht sterben, bitte. Das wird jetzt ganz wichtig kommen. Shit. Das war schlecht von mir. Oh, wir führen aber knapp. Es ist so eine knappe Runde. Das kann nicht sein. Wieso ist es überhaupt so knapp? Es ist so nein. Oh mein Gott, ich habe ihn so outplayed mit dem Ding. Ja, klar, Jean ist natürlich auch lost im Ding. Also eigentlich hätten wir es gewinnen müssen, ehrlich gesagt. Ich hatte eigentlich eine gute Kontrolle und habe auch viele Kills rausgeholt. Ich habe auch schöne Pulls gemacht, alles. Okay, nach dem bitteren Loose gerade in Tresor. Gut, Tresor ist natürlich auch lost, aber ich habe eigentlich nicht das schöne Pulls gehabt. Kommt jetzt ein sehr guter Modus für ihn. Schön. Nice. Und jetzt mal einen Pull auf irgendwen. Den hier. Komm. Und. Ach, kein Kill, egal. Kein Kill die Runde, aber trotzdem, wir haben gesehen, Jean, super Supporter. Jetzt aber, wir gehen in Brawl. Entscheidendes Game für 700 in unter 2 Stunden. Das ist ein Tempo hier. Da ist er drin, genau. Kriegen wir. Nice. 1-0, starkes Team. Und damit noch ein Tor, dann haben wir 700 Trophäen. Dann können wir auch eigentlich gleich schon in Dings gehen, in Duo Showdown. Schöner Jump nochmal. Ich passe noch rüber zu dem hier. Oh, 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 jetzt habe ich ausgerechnet zum Dings gepusht. Gepasst. Weg mit dem Dynamite. Oh, der. Nein! Ach, ernsthaft. Zack, zack. Ui, hat der Firecrow hat auch die guten Schüsse drauf. Sehr schön. 7 Trophäen in unter 2 Stunden. Und was geht weiter? Wir sind drin. Entscheidung für 57 Trophäen ist direkt hier drauf. Oh je, die kommen auch mit Werfer natürlich. Das Gute ist halt, wir können halt relativ gut offensiv reingehen. Ne? Auch gerade in die Mitte, aber halt nur, wenn die Shelly auch da ist. Okay, okay. Naja, die erste Runde schon mal sehr, sehr wild. Boah, die Runde ist intens. Schönen Snipe angemacht. Also Nita könnte ich easy pullen. Jetzt. Oder? Oh je. Ah, dumm gelaufen. Boah, schlecht von mir, sorry. Puh, nicht die Es ist natürlich auch echt sehr, sehr random, Jean hier zu finishen, ne? Aber. Ja, wollte ich gerade sagen, es kommt die mit 10 oder 2. Ja. Oh nein. Ob die jetzt auf uns gehen? Boah, Platz 4, shit. Boah, okay, das tut jetzt weh. Okay, Wirbelhöhle ist überstanden. Es sind nur noch 3 Siege, wenn wir das schaffen. Wir haben jetzt eine wirklich ordentliche Map für Jean, würde ich sagen. Die ist auch gut offen. Da können wir Jean schön zeigen. Und wir schaffen das jetzt. Komm, der spielt Bull. Ja, moin. Kann man auch machen. Ich wollte gerade sagen, das ist echt super riskant, gerade nämlich, was du da machst. Oh, der geht ver. Oh, Gott. Shit. Nicht so offensiv gehen, Armee. Der ist absolut lost. Ist der dumm. Das ist Shelly, aber. Jetzt mal nicht. Digga, Amir, zurück. Geh du am besten vor und tank eher für mich, weil ich hab einen Heal. Ja, nach unten schießen, nach unten. Diesen Lower. Junge, der Nita geht nur auf uns. Der Nita-Spieler da. Das kann doch nicht sein. Ah, die sind's down. Die werden so weggechippt die ganze Zeit. Ja. Nice. Let's go. Da einmal rauspullen. GG's. Schön. Erste Runde. Super gut. Das ist mein Bot, ich komme nicht ins Game. Ich dachte nämlich auch schon, wieso stirbst du denn zweimal? Vorentscheidende Runde. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir auf über 740 Trophäen. Und wir haben direkt 2 Cubes. Super guter Start für uns. Auf geht's. Das ist gut aus, Leute. Jetzt kann's abgehen. So ein Struggle auf die 1000 bisher. Die Wirbelhöhle war so ekelhaft.
Da unten können wir eventuell was abstauben. Ich will jetzt auch nicht zu offensiv gehen, aber da geht es relativ zur Sache gerade. Da ist auch direkt sogar hier ein... Ja, nice. Oh, das war ein bisschen dumm von mir, merke ich gerade. Ich habe nicht gesehen, dass es ein Dynamike ist. Ja, Bock ist nervig. Wo wollen wir hinfighten? Oh Gott, beide Lanes greifen uns an. Gar nicht nice, gar nicht nice. Ich bräuchte am besten halt irgendwie meine Ult. Das dauert halt noch sehr lange. Das heißt, ich muss es eigentlich ein bisschen offensiver vielleicht langsam spielen. Oh, die werden gerade gut... Oh, egal, alles gut. Hier sind wir einfach jetzt Beobachter und können jetzt einfach die Cubes, genau. Haben wieder einen Kill mitgenommen. Das haben die mies abgestaubt, aber wir können den finishen. Das ist sehr, sehr gut. Ich kann jetzt leider nicht reingehen, weil ich so... Ja, das wäre die Falle gewesen. Boah, super Tänzerrunde. Oh Gott! Diese Range von Grom ist so dumm für einen Werfer. Schön. Er hat die Ult, er hat die Ult, er zündet die Ult. Er hat, glaube ich, keinen getroffen, ist nicht schlimm. Ich push rein. Ich darf jetzt die Cubes nicht kriegen. Genau, sehr gut. Let's go, das ist auf jeden Fall mindestens Top 2. Wenn nicht sogar mehr. Muss Platz 1 werden. Die können sich auch nicht verstecken wegen meiner Ult. Das heißt, ich kann jetzt hier schön warten. Einfach rote M drücken. Ich dachte eigentlich, das wird safe treffen aus der Distanz, aber gut. Egal. Und wir haben's. Nice. Let's go. Schön gespielt von Armin. Ein Sieg noch. Das heißt, ihr seht es hier nochmal. 747. Drei Trophäen. Der letzte Sieg, die letzten drei Trophäen nochmal für Rang 25. Wir gehen rein in die hoffentlich letzte und entscheidende Runde. Wir haben schon gut gestruggelt heute. Aber gut, Zeit ist eigentlich voll in Ordnung. 2,5 Stunden. Ich meine, wir hatten Wirbelhöhle drin als Map. Da kann man nichts erwarten, ne? Ich hoffe, wir kriegen wenigstens 2 Cubes oder so. Aber ich glaube... Ja, der Bass holt sich auch noch... Oh, lol, er geht hier hin. Das ist Lost gewesen von ihm. Und der Edgar... Ja, okay, wenigstens einen guten Hit gelandet. Okay, ja, schlechter Start, muss ich so sagen, ne? Also, ja, ihr seht's ja. Wir haben nur einen Cube bekommen. Unlucky. Oh, 5er-Team. Ja, würde ich jetzt eher nicht drauf gehen auf den 5er-Team. Was ist hier noch so los? Jetzt hier, da kann ich gut reinschießen. Nice. Also, die oben sind die stärksten, auf die würde ich jetzt echt nicht unbedingt gehen. Der Jump Back, genau, der hat mir gut abgeschreckt. Der Bau ist auch noch am Start. Ich könnte jetzt einen pullen, aber... Doch, ich mach's. Shit. Bin ich getroffen. Ah, RIP, egal. Die Ult wäre so wichtig gewesen. Okay, hätten wir die schon mal gut rausbekommen. Nee, kein Team jetzt. Nee. Team wird's nicht. Schön. Oh, Ami hat einen Kill gemacht tatsächlich. Mit der Ult, glaube ich auch, ne? Aber ich hab's nicht genau gesehen. Jetzt, da oben, der Crow. Der wird jetzt richtig unter Druck geraten, da oben. Ja. Sehr gut. Der Crow ist down. Er kann sich jetzt halt die Cubes wahrscheinlich nehmen, ne? Nice, gerade gefinished. Und ich krieg die Cubes. Jetzt haben wir es eigentlich. Komm. 4 Cubes. Ich habe meine Ult vor allem, das ist geil. Oh mein Gott, der Snipe von Ami des Todes. Und meine Ult ist da. Ein Sieg. Ein Platz noch. Das schaffen wir in der Regel. Ah, der C-Station ist davor. Ich muss aufpassen erstmal. So eine Scheiße, oh mein Gott, bitte. Diese Minen nochmal. Diese Minen. Aber das ist es. Ami, fight nochmal. Platz 2. Es ist soweit. 2,5 Stunden in unter 2,5 Stunden. 0 auf 750. Was ein absolut geiler Push. Leute, wenn euch für mehr Brawls interessiert, das ist noch der letzte Push verlinkt. Da haben wir Spike gepusht von 0 auf 750 Trophäen mit dem Lord Spike Skin. Lasst auch gerne ein Abo da für weitere Brawls folgen. Oh, und wenn ihr mich supporten wollt, wie immer, denkt gerne an Creator Code für Jonas im Shop. Würde mich sehr freuen. Haut rein. Ciao.